beiden jungen Damen getroffen, die sich für unser Interview bereit erklärt haben. Und wir fangen an mit Ida. Ida, was würdest du tun, wenn du hier und jetzt ein Junge wärst? Keine Ahnung. Ich denke, ich würde vielleicht, wenn es hier in der Stadt wäre, irgendwo Jungsklamotten shoppen gehen oder so. Also halt so mich mal umschauen, was es so gibt, weil es da ja manchmal so coolere Sachen gibt. Genau. Also erstmal für Jungs shoppen gehen, macht Sinn. Ne? Du hättest ja theoretisch die falsche Kleidung an. Ja, genau. Okay, interessant. Und Leni, was würdest du tun, wenn du jetzt und sofort ein Junge wärst? Ich würde mich mit Jungs unterhalten und würde auch in die Jungsabteilung gehen und schauen, was es dort so für Kleidung gibt für Jungs. Okay, beide Antworten gehen in dieselbe Richtung. Warum nicht? Wollt ihr ansonsten noch jemanden grüßen an der Stelle? Ja, ich grüße alle aus unserer Klasse, aus der 10E. Und ich grüße sie und ich grüße meinen Freund. Und ja.